Leonie von der Südpolshow auf 92,4. Könntet ihr euch bitte unseren HörerInnen mit eurem Namen, eurem Alter und einem Hobby von euch vorstellen? Ich bin Emilia, ich bin 15 Jahre alt und in meiner Freizeit reite ich sehr gerne. Ich bin Loris, ich bin 16 Jahre alt und ich spiele Volleyball. Emilia, kannst du bitte die Rolle von Loris beschreiben? Okay, ich würde sagen, was man jetzt vielleicht im zweiten Teil mehr mitkriegt, der ist in manchen Stellen gar nicht so cool, wie er mal tut. aber das ist auch sehr schön, weil er dann auch mehr so Verletzlichkeit zeigen kann. Und ja, aber er ist trotzdem cool irgendwie. Und Loris, kannst du bitte Emilias Rolle beschreiben? Emilias Rolle, Ida, ist eine sehr fröhliche und sehr aufgeweckte Rolle. Und die im zweiten Teil auch ein paar Probleme hat und ein bisschen Eifersucht auch zeigen kann, was die Rolle nochmal schön zeigt. Idas magisches Tier Rabat kennen wir ja schon vom ersten Teil. In Teil 2 hat Jo auch eins bekommen. Loris, könntest du Juri bitte auch mal kurz beschreiben? Also ich würde sagen, Juri ist ähnlich wie meine Rolle, einfach obercool. Und auch er muss dann sich selbst eingestehen, dass es nicht immer wichtig ist, obercool zu sein, sondern auch offen und freundlich. Ja. Emilia, wie hast du Idas Rolle bekommen? Gab es da ein Casting? Ja, das war vom ersten Teil, das gab ein Casting. Und das habe ich über einen Aufruf im Internet mitgekriegt. Und dann gab es da verschiedene Runden und dann habe ich mich da beworben, weil ich einfach unbedingt gerne mal in einem Film mitspielen würde und voll gerne dann das Schauspielen auch irgendwie machen würde und ausprobieren. Und ja, so kam das dann alles. Loris, und wie hast du deine Rolle bekommen? Bei mir war das sehr kurzfristig. Ich wurde erst 2 Wochen, bevor der Dreh begonnen hat, erst angefragt. Und dann ging es alles bei mir ganz schnell. Dann wurde ich nach München eingeladen zum Endcasting. Und dann eine halbe Woche später sollte ich schon meine Koffer packen und dann ging es los. Also bei mir war das alles sehr schnell und überraschend. Musstet ihr da auch vorsingen und vorrappen? Nee, mussten wir nicht. Wir mussten nur ein paar Szenen spielen. Ich glaube, hätten die gesehen, wie ich gerappt hätte, hätten die mich nicht genommen. Emilia, diesmal singst du ja nicht so viel, sondern komponierst. Hast du da auch in echt ein Talent? Naja, ob ich da ein Talent habe, das können ja eigentlich andere Leute sagen. Aber ich mache gerne sehr viel Musik. Ich spiele auch Harfe und Gitarre und alles irgendwie Mögliche. Und ich singe sehr gerne und ich finde Lieder schreiben auch echt voll interessant, weil man sich dadurch auch nochmal so auf eine andere Weise irgendwie ausdrücken kann. Und das war auch echt lustig. Also ich habe die Lieder von, oder Ida hat die Lieder geschrieben, aber ich habe sie ja nicht geschrieben. Aber das war trotzdem interessant, da mal so mit den Musikleuten irgendwie einen Einblick zu kriegen. Ja. Loris, dieses Mal musstest du ja im Musical rappen. Hast du vorher schon mal in deinem Leben vor Publikum gerappt? Nee, noch nicht wirklich. Das war auch mein erstes Mal. Und es war gut, dass ich vorher so Coaching bekommen habe, wie ich das machen kann. Und dann ging das auch leichter. Aber das war auch voll nett mit den Musikleuten, die waren richtig lieb. Ja. Wurden alle Lieder live gesungen oder im Nachhinein im Studio aufgenommen? Also wir hatten einmal im Studio haben wir das aufgenommen, das war aber sogar davor, also vorm Drehen. Und dann haben wir das, was wir gesungen haben, dann live gehört. Also wir haben dann natürlich auch mitgesungen, aber in den Szenen hatten wir auch was im Ohr, dass wir die Lieder gehört haben, dass dann auch man zum richtigen Zeitpunkt das Richtige singt. Und dann war das so eine Mischung aus beidem. Wie alt wart ihr, als ihr den ersten Teil von Die Schule der magischen Tiere gedreht habt? Ich glaube, da war ich 12. Ja. 12, ja. Genau, 3 Jahre her, da war ich dann 13, genau. Loris, wie findest du, hat sich Jo vom ersten zum zweiten Film verändert? Ich finde, er hat sich relativ stark verändert, weil im ersten Teil war er noch obercool und hat sich überhaupt nicht getraut, eine offene Seite zu zeigen, bis dann zum Ende hin. Und das klappt im zweiten Teil auch noch nicht ganz so gut, aber dort entwickelt er sich auch weiter und dort funktioniert es dann ein bisschen. Und Emilia, wie ist Ida im Vergleich zum ersten Film? Also im ersten Film war sie ja sehr quirlig und alles war irgendwie toll. Und im zweiten Teil ist das auch mehr so, dass sie auch vielleicht mehr eifersüchtig ist, mehr so Probleme hat damit, dass andere Leute von ihr irgendwas denken könnten oder sich dann auch am Anfang selber nicht so ein bisschen findet oder auch
nicht so ganz weiß, was sie irgendwie will. Und das klappt dann aber im Laufe des Films irgendwie immer besser. Und das finde ich auch echt schön, dass sie das dann irgendwie auch so ein bisschen hinkriegt. Habt ihr die Bücher von Margit Auer vor den Dreharbeiten schon gekannt? Ja, also ich kannte die Bücher, weil meine Schwester ist eine riesen Leseratte und die hat die alle gelesen. Und dann habe ich auch auf alle Fälle ein paar gelesen und auch die Ferienbände. Also ich kannte das schon und hat mich dann umso mehr gefreut irgendwie. Also ich habe vor dem Casting noch nie was davon gehört, ehrlich gesagt. Ich habe auf der Zugfahrt zum Casting nach München dann den ersten Teil gelesen, um die Rolle kennenzulernen. Aber davor kann ich das noch nicht. Welchen der Charaktere fandet ihr in den Büchern am coolsten und warum? Also ich fand Ida tatsächlich sehr cool, weil sie einfach so war, wie sie war und irgendwie sich nicht groß darüber Gedanken gemacht hat, was andere von ihr denken, dass sie einfach ihre bunten Sachen angezogen hat und dass sie da so stark ist, das irgendwie zu machen. Das fand ich echt sehr cool. Und sonst, ich finde auch den Murphy, den Eisbären, sehr cool und die Erdmännchen. Aber das ist nicht wirklich ein, doch das ist schon ein Charakter. Ja, also ich finde, man hat ja seine eigene Rolle am besten kennengelernt. Und so kann man vielleicht seine eigene Rolle auch am besten verstehen. Und ich finde, so wie Jo sich dann entwickelt hat, schon eigentlich am coolsten. Gibt es im echten Leben jemanden, der für euch eine ähnliche Rolle wie das magische Tier für euren Charakter hat? Ja, ich habe auf alle Fälle eine ganz tolle Freundin und meine Nachbarin und wir sind irgendwie schon immer so zusammen und das ist einfach wirklich so toll, weil man sich irgendwie alles sagen kann und die einfach so da sind für einen. Und ja, die ist jetzt auch dabei bei der Premiere und das ist schon sehr ähnlich wie Rabat irgendwie. Ja, ich würde sagen, auch mein bester Freund, den kenne ich seit 16 Jahren und der hilft mir auch manchmal, mich zu überwinden, jemanden anzusprechen oder... mich was zu trauen. Wenn ihr die Wahl hättet, noch eine zweite Rolle zu spielen, wen würdet ihr gerne spielen und warum? Also mir fällt da jetzt keine Rolle ein, aber ich würde richtig gerne sowas, irgendwie was auch so ein bisschen tiefer geht und ja, dann da auch irgendwie so noch andere, so verletzlichere Seiten zu zeigen. Und ich bin auch ein Riesenfan von Stranger Things und deswegen, also sowas finde ich echt sehr cool. Gibt es die Wintersternschule in echt? Tja, also es gibt sie natürlich im Buch und es gibt sie auch in sehr verschiedenen Orten dann beim Dreh, aber man muss sich das natürlich schon auch vorstellen, aber dann gibt es sie natürlich schon. Ja, also wir haben quasi aus einem Schloss in Bayern die Wintersteinschule gemacht. Wo habt ihr denn die Schulszenen gedreht? Unterschiedlich, also die Szenen im Klassenraum zum Beispiel haben wir im Studio gedreht. Und die Szenen in der Aula, da wo das Theaterstück und so ist, waren auch nicht wirklich an der Schule selber. Und auch hier in München haben wir Szenen gedreht, also an ganz verschiedenen Orten und dann alles zusammen in der Schule. Ja. War das der gleiche Ort wie in Teil 1? Also das wird man jetzt auch im Film erfahren. Es gibt da ein bisschen Unterschiede. Also die Schule, wo wir das gedreht haben, war was anderes. Und die Klassenzimmer, das war ein Studio und das wurde aber natürlich alles wieder so gleich nachgebaut. Und ja, also es waren auf jeden Fall verschiedene Drehorte, aber die Sets wurden versucht, so gut wie es möglich geht, irgendwie gleich zu halten. Wie lange haben die Dreharbeiten insgesamt gedauert und wie lange wart ihr dabei? Also insgesamt hat es 2,5 Monate gedauert und wir haben natürlich nicht alle jeden Tag gedreht. Aber es waren eigentlich immer alle da. Ja. Durftet ihr dafür Schule schwänzen? Also das klingt immer so cool, ja, du drehst und machst dann keine Schule, aber in Wahrheit ist das eigentlich richtig, richtig anstrengend, weil wir halt, also das war so beim ersten Teil, war der ganze Dreh von mir in meiner Schulzeit und dann hatte ich auf alle Fälle, und du auch, ja, und Leo auch, Online-Schule. Und jetzt beim zweiten Teil war das aber ein größer Teil in den Ferien und da hatte ich dann natürlich halt keine Ferien, sondern Dreh, was auch sehr schön ist, aber dann noch anstrengend. Aber schwänzen ist es nicht, also wir müssen schon echt viel für die Schule machen, aber es ist natürlich auch cool. Ja. Also bei mir war auch ein Teil in den Sommerferien, aber ansonsten müssen wir entweder nach dem Dreh am Abend Schule nachholen oder wenn wir vom Dreh wieder zurück in der Schule sind, viel nachholen. Gab es große Altersunterschiede bei den Kinderdarstellern?
Ja, schon, oder? Ich glaube, das ging so von 12 bis 17 oder so. Und deswegen, ja, es war eine bunte Gruppe, aber jeder war so toll und wir haben das irgendwie, es war einfach voll schön mit allen. Ist es für euch merkwürdig, euch selbst in einem Film zu sehen? Also, als wir den ersten Teil vor 2 Jahren geguckt haben, war es schon ein bisschen komisch. Aber man erkennt ja den Ort alles wieder und wie man die Szene gespielt hat. Deswegen ist das schon alles ein bisschen vertraut. Wie oft habt ihr euch Teil 1 im Kino angeschaut? Also auf alle Fälle gab es ja 4 Premieren und da habe ich das immer geschaut, dann habe ich es nochmal mit Freunden geschaut, also so 7, 8 Mal bestimmt. Ich habe am Ende nicht mehr wirklich mitgezählt. Im Kino habe ich den, glaube ich, so 5 Mal gesehen und dann bestimmt noch 7, 8 Mal oder so mit Freunden auf dem Laptop oder so. Ja, jeder will das dann immer mit einem gucken. Seid ihr echt Musical-Fans oder durch den Film welche geworden? Also ich liebe Musicals. Ich fände das auch so cool, da mal mitzumachen. Und Leonard hat ja auch bei Tarzan mitgespielt. Und er hat auch echt coole Sachen davon erzählt. Und das ist irgendwie das Verein, so alles so Schauspielern und Singen und Tanzen. Also ich stelle mir das wirklich so cool vor und ich liebe Musical, ja. Also ich gucke mir gerne Musicals an, auch wenn ich nicht so der große Fan bin, selbst zu singen. Aber genau, das lasse ich den anderen. Ida ist ja die Regisseurin. Wäre das auch ein Job für dich, Emilia? Also ich finde es auf jeden Fall richtig, richtig interessant und ich drehe auch oft so kleine irgendwie Clips oder so. Und weil man dann halt wirklich das irgendwie auch mehr so selber in der Hand hat, wann man was macht und dann halt die Vorstellung so umgesetzt werden kann und das dann auch später zu sehen. Also ich könnte es mir auf jeden Fall echt gut vorstellen. Es macht, glaube ich, richtig viel Spaß. Ihr hattet ja diesmal Sven Unterwald als Regisseur. Liefen die Dreharbeiten jetzt anders? Also es war schon teilweise anders, aber es war auch sehr schön. Sven hat sich sehr viel mit den Tieren beschäftigt, wie man die machen kann und der hat sich da auch total reingehängt. Wir hatten immer so Stofftiere am Set, die halt ähnlich aussehen wie die Tiere im Film. Und dann ist er immer mit denen rumgesprungen und hat uns so gezeigt, wie die sich dann im Film bewegen. Und so konnte man sich das dann gut vorstellen. Wie habt ihr denn die Szenen mit den magischen Tieren gedreht? Also Sven hat uns immer gezeigt, wie die dann stehen oder wie die dann rumlaufen. Aber dann am Ende mussten wir uns das dann selbst vorstellen und selbst mit der Luft reden. Ja. Oder es gab auch oft, das war vor allem beim ersten Teil, hatten wir so Stative oder Augenpunkte, wo man dann so hinguckt und das ist dann halt der beste Freund, mit dem man dann gerade redet. Aber beim zweiten Teil haben wir das uns echt vor allem voll viel vorgestellt, irgendwie, wie das so sein könnte. Ja. War es schwierig, sich vorzustellen, dass da ein magisches Tier sitzt? Zum Beispiel, wenn Jo den Juri abklatscht oder wenn Ida den Rabat streichelt? Also das war auch, ich habe das schon beim Synchronisieren ein bisschen gesehen. Einmal, es gibt eine Szene, wo ich ihm so über den Kopf streiche. Und da war dann so eine blaue Puppe, weil das dann mit Bluescreen später eingefügt wird, mit Computer. Und dann habe ich das gestreichelt und ich bin echt so erstaunt, wie gut das geworden ist. Weil, na klar, ist es komisch, sich das vorzustellen, aber es hat dann auch beim Dreh gut geklappt. Aber das sieht so toll aus im Film, weil wirklich jedes einzelne Haar irgendwie so mit weggeht. Also das haben die echt gut gemacht. Ja, also das war ein bisschen, es war lustig, als ich Juri abgeklatscht habe, weil ich so tun musste, als wäre in der Luft quasi so ein kleiner Widerstand, der meine Hand dann zurückschlägt. Aber ja, da war nichts. Nichts außer die Luft, was ich abgeklatscht habe. Welche Szene war eure Lieblingsszene beim Drehen? Oh, also eigentlich fand ich es immer richtig cool, mit den anderen Kindern auch zu spielen. Aber das war zwar sehr schwierig, aber auf dem Trampolin war auch schon extremst lustig. Also es war halt so heiß an dem Tag, aber es war schon lustig. Wir hatten dann so Klettergurte und das hat einfach irgendwie schon echt Spaß gemacht. Ja, ich fand auch die Trampolin-Szene am coolsten eigentlich. Und welche Szene war besonders schwierig zu drehen und warum? Schwierig. Also ich fand es natürlich, mir war irgendwie so wichtig, dass irgendwie so ein bisschen von der Ida im ersten Teil irgendwie so im zweiten Teil auch drin bleibt und dann das irgendwie so gut zu mischen. Aber sonst mit den Tieren war das gar nicht mehr so schwierig eigentlich wie beim ersten Teil, weil man kannte das dann irgendwie schon alles. Also eigentlich hat es alles gut geklappt. Ja, ich fand eine Szene, da tanze ich mit Juri in meinem Zimmer.
Und das fand ich ein bisschen schwierig teilweise, weil wir auch dann Seiten wechseln und so. Und dann muss ich halt irgendwas angucken und da war halt nur der Teppich. Ja, aber das hat man ja schon im Trailer gesehen. Das sieht auch cool aus, finde ich. Loris, hattest du einen Rapper-Coach? Ja, also wir haben ja auch die ganzen Raps und Lieder schon vorher aufgenommen. Und da habe ich dann auch Unterricht bekommen, wie ich das am besten machen kann. Wart ihr froh, dass ihr euch nicht küssen musstet oder gab es auch Drehversuche mit Kuss? Also wir haben es ja noch gar nicht gesehen, wie es jetzt im letzten Teil oder im Teil jetzt geworden ist. Es war natürlich am Anfang ein bisschen komisch, weil wir einfach gut befreundet sind so. Und dann, was dann noch kommt, man weiß es nicht, aber es war dann halt einfach auch lustig in manchen Momenten, wenn man zum Beispiel so eine Einstellung hatte und dann, ja, bitte noch ein bisschen mehr aufdrehen und noch ein bisschen irgendwie höher gehen, dann wurde man auf Kisten gestellt, dass das irgendwie schön von der Kamera aussieht. Also es war in manchen Momenten noch irgendwie lustig. Wurden auch Doubles im Film eingesetzt? Wenn ja, bei welchen Szenen? Ja, es wurden... beim ersten Teil wurden mehr Doubles eingesetzt, glaube ich. Aber immer wenn man zum Beispiel unscharf im Hintergrund oder man nur von hinten gezeigt wird, dann wurden oft Doubles benutzt, um uns auch ein bisschen zu entlasten und genau, damit wir nicht so viel Drehzeit haben. Hättet ihr gerne das magische, das ihr im Film habt, oder lieber ein anderes? Oh, das ist schwierig. Also ich mag Rabat wirklich so gerne und ich liebe auch Füchse. Ich finde Delfine richtig toll und Fischotter, aber ich glaube, das wäre ein bisschen schwierig, das irgendwie umzusetzen. Aber eigentlich ist mir ziemlich egal, was irgendwie so passt zu allem. Ja, also ich finde, es muss nicht ein Pinguin sein, aber wenn es Juri ist, dann schon Juri. Wie lange habt ihr gebraucht, den ganzen Text auswendig zu lernen und hattet ihr da Tricks? Das war so, weil Ida auch ein bisschen ähnlich geredet hat, oder vor allem im ersten Teil wie ich, dass man, also wir machen das immer, oder ich mache das immer am Abend davor eigentlich, oder auch ein paar Tage davor, wenn es mehr Text ist. Und dann hat man aber auch die Szene, wo man das dreht, und dadurch, dass man irgendwie immer vom einen Ort zum anderen läuft, es gibt ja dann immer Abläufe, wo man irgendwie hingeht, dann verinnerlicht das sich irgendwie so ein bisschen mehr, wenn du weißt, okay, an dem Ort sagst du dann das, dann gehst du dahin, dir fällt das auf und dann sagst du das nächste. Also das war eigentlich nicht so schwer mit dem Text. Ja, es ist ja auch, man muss es ja oft dann einfach nur für einen Tag lernen und dann ist die Szene abgedreht und dann kann man es gleich wieder vergessen. Ja. Gab es am Set Aufwärmübungen oder andere Rituale vor dem Dreh? Wenn, ja, achso, sorry. Wenn ja, macht eure Lieblingsübung doch mal vor. Oh, es gibt so viele Übungen, weil wir hatten immer so tolle Warm-ups mit der lieben Yvette. Und die hat uns so toll begleitet und immer vom Dreh so gut wie Zeit war, irgendwie, dass wir halt auch wach werden. Und was gibt's? Ich habe eigentlich keine Lieblingsübung. Ich mag Mickey sagt. Mickey sagt, ja. Genau. Also wir haben oft Übungen gemacht, selbst wenn wir verschlafen ans Set kamen und viel zu wenig geschlafen haben, hat uns unser Schauspielcoach immer aufgeweckt und uns geholfen zu konzentrieren. Und das hat sehr viel geholfen. Ja, das war echt sehr schön. Ja. Ida und Jo mussten bei der Musical-Aufführung viel improvisieren. Wir haben eine kleine Improvisationsübung für euch mitgebracht. Also okay. Ihr habt 20 Sekunden Zeit und es wäre super, wenn ihr abwechselnd so viele Begriffe wie möglich sagt, die mit dem Film und dem Dreh zu tun haben. Okay. 20 Sekunden. Okay, also... Ja, abwechselnd, und wenn ihr keine Fragen mehr habt, dann kann Ida beginnen. Okay, los? Ja. Magie. Lustig. Abenteuer. Spannend. Tiere. Menschen. Magische Tiere. Spaß. Pinguin. Schule. Fuchs. Musical. Höhlen. Löcher. Schildkröte. Improvisation. Kasper. Kleider. Coole Kostüme. Oh Gott. Rothaare. Okay. Gemeinschaft. Stopp. Stopp. Danke. Ja, danke auch. Könntet ihr zum Schluss bitte noch unsere HörerInnen der Südpolshow auf 92,4 grüßen? Ihr dürft auch singen, rappen oder beatboxen. Und zwar mit eurem Namen, eurer Rolle und dem Filmtitel. Okay. Okay. Ich bin Emilia, ich bin 15 Jahre alt und ich spiele die Ida, und ganz viele liebe Grüße an die Südpol-Show. Es hat voll viel Spaß gemacht, das Interview mit euch, und vielen Dank, viele Grüße.
Ich bin Loris, ich spiele den Jo, ich bin 16 Jahre alt und ich grüße alle, die die Südpol-Show hören. Ganz, ganz liebe Grüße aus die Schule der magischen Tiere. Ihr habt tolle Moderatorinnen. Vielen Dank für das coole Interview und viel Spaß Danke bei der Premiere. Dankeschön. Oh, ihr macht das so gut.